So, und als nächstes freue ich mich auch ganz sehr, den Thomas von Bluechip zu uns auf die Bühne zu holen. Thomas, komm zu uns. Thomas, herzlich willkommen und einen Applaus für den Thomas, bitte. So, erstmal ein Weißbier für dich. Ich fürchte, wir haben eins zu wenig, wenn ich das gerade so sehe. Können wir noch ein Weißbier haben, bitte? Ah, ist schon okay. Also, wir kommen klar anscheinend so. Prost. Thomas, hi. Du hast ja schon ein bisschen was aufgebaut. Ja, genau. Sag doch mal, was du uns mitgebracht hast. Ich habe verschiedene Tablets mitgebracht von uns. Wir sind Notebook- und PC-Hersteller und auch Tablets seit über einem Jahr. Und da habe ich einmal ein günstiges Einstiegstablet mitgebracht in verschiedenen Ausstattungsmerkmalen. Und dann nochmal das Topmodell. Ich würde mal mit dem großen anfangen. Das ist also sprich ein... Das ist ein Outdoor-Tablet mit IP65-Schutzfaktor, das heißt also Spritzwasser-Staubschutz. Das kann man runterfallen lassen, das Gerät, oder in rauen Umgebungen nutzen. Es ist ein i5-Prozessor drin, also ein Stück anders wie die ganzen Tablets, die es jetzt sozusagen auch im Einstiegsbereich gibt. 128 GB SSD verbaut, man hat einen Barcode-Reader dran, also das ist die Vollausstattung sozusagen, die man hier mit hat. Wir haben verschiedene USB-Anschlüsse, LTE ist mit standardgemäß dabei und das Display ist ein 11,6 Zoll großes Display. Windows 8.1, klar, an der Stelle, Windows-Tablet. Für die Reseller natürlich dann besonders interessant im Projektgeschäft. Wo wird sowas typischerweise eingesetzt zum Beispiel? Also dadurch, dass hier der IP-Schutzfaktor ist, dieser Barcode-Scanner, ist das eigentlich im Logistikbereich angesiedelt. Also wir machen viele Projekte damit, wo es zum Beispiel in der Logistik um Abscannen geht. So hat man hier nur ein Gerät, sonst braucht man ja einen Barcode-Scanner und einen Rechner, der das wieder aufnimmt. Hier hat man halt alles in ein Gerät, sehr komfortabel, man hat Tragefunktion dran und wie gesagt, ist sehr robust. Also ich würde das ja runterfallen lassen, aber ich bin dann immer der, wo vielleicht doch was passiert, aber... Es passiert eigentlich nichts. Also. Na, ich glaube, man sieht es dem Gerät auch an, ja, dass es was ab kann. Und vor allen Dingen, man kann es auf der Arbeit einsetzen und wenn man dann an Strandurlaub fährt, kann man es ja dann wahrscheinlich auch mitnehmen, ohne dass man Angst haben muss, dass sich da irgendwo der lästige Sand festsetzt. Genau, gar kein Problem. Also wie gesagt, ist Staub- und Spritzwasser geschützt von allen Seiten. Also gar kein Problem, wenn man dann doch mal in Regenschauer kommt. Hiermit ist man noch sicher. Und Windows 8.1 auch wieder zukunftssicher gleichzeitig. Das heißt, man weiß ja, Windows 10 wird es dazugeben. Genau, also das ist dann ja automatisch sozusagen als Update mit verfügbar. Und hier ist auch noch wichtig zu sagen, hier ist eine Pro-Version installiert, also keine Home, sondern für den Professional-Bereich. Das interessiert dann die Leute, wenn es um Logistik geht, Domain-Anbindung, also wenn es in den Firmen um Netzanbindung geht, dann ist das perfekt dafür gedacht. So, da haben wir das Outdoor-Tablet, aber ich glaube, da liegt ja noch ein zweites da. Was hat es damit auf sich? Genau, hier haben wir noch... Hier haben wir noch das Einstiegstablet von uns, das ist das Bluechip Travelline T10. Das gibt es in verschiedenen Ausstattungsvarianten. Einmal, wie hier vorne steht, ist die große Variante für den, sage ich mal, eher Business-Bereich. 64 GB SSD ist da verbaut, ein UMTS-Modul ist mit drin, sodass man auch überall online sein kann. Windows 8.1 ist dort drauf installiert und... das Ganze ist noch mit einer Tastatur, also eine Tastatur, das nennt man so ein Dock, ich halte das mal so hoch. Diese Tastatur ist mit im Lieferumfang enthalten und dann kann das Tablet, das ist jetzt mit einer Hand hier, probiere ich es mal, kann dann einfach angedockt werden. Das ist eine magnetische Dockingstation, sagt man. Und dann hat man halt eine normale, vollwertige Tastatur mit Touchpad und kann dann hier ihre Eingaben machen, besser als wenn man nur diese Bildschirmtastatur hat. Das Ganze... fungiert auch als Schutzledertasche, also man kann das dann, so wie ich es gerade eingepackt hatte, ordentlich einpacken, hat dann damit wieder einen Displayschutz und ist halt dann sehr gut für den Transport oder für den mobilen Einsatz gedacht. Ich wollte gerade sagen, optimal für jeden, der mobil arbeitet, was heute immer mehr werden. Und ich sehe auch, also die Tastatur hier hat einen richtigen, ordentlichen Anschlag. Es ist keine so eine Fummelmatte, wie ich immer sage, sondern eine wirkliche Tastatur. Genau, also das passt schon damit auch richtig zu arbeiten. Es soll ja immer noch ein Businessgerät sein, weil Windows installiert. Das heißt, man kann seine Excel-Tabellen unterwegs bearbeiten und das halt dann alles auch problemlos. Wir haben noch eine Variante dann mit Windows Pro, also mit einer Windows 8.1 Pro Lizenz. Das ist auch interessant, weil in diesem Bereich das eigentlich sehr selten ist. Also dort kann man dann auch alle Anwendungsgebiete abzeichnen. Ist ein Intel Atom Quad-Core Prozessor verbaut, aber die Specs im Einzelnen kann man ja sonst nochmal hier einfangen.
Die sind nochmal hinten gezeigt. Ich glaube, ihr habt auch eine Webseite im Notfall. Das haben wir auch, ja. Genau, und ansonsten die Webseite, genau, oder auch mich fragen, wenn noch jemand hier spezielle Fragen hat. Ich hätte noch eine spezielle Frage. Du hast gesagt, für den Business-Einsatz, Business ist man den ganzen Tag unterwegs, ein langer Zebetag. Genau. Man muss viel damit arbeiten. Was sagst du denn, wie lang, mit welcher Akkulaufzeit kann man denn da rechnen? Also wir gehen mit 6 bis 8 Stunden raus. Das ist natürlich immer gesagt, was macht man dann damit? Wir testen sowas selber, also gehen auch mal, dass man mal einen Film abspielt kurz, dann mal wieder eine Excel-Tabelle, wieder ins Internet geht, dann wieder mal Standby schaltet, also so wie der normale Einsatz ist, ja. Da sind 6 bis 8 Stunden unsere Zeit, die wir rausgeben können. Natürlich, wenn hier ein Voll-Blu-Ray-Film geguckt wird, kann das natürlich, ist das nicht der Fall, dann geht eine Stunde, anderthalb Stunde was komplett. Aber das Gerät hält sehr lange. Also ich habe es auch selber im Einsatz als Arbeitsgerät und also als zweites Arbeitsgerät und es passt wirklich. Also. Das ist ja immer das Beste, wenn die Leute, die dasselbe herstellen, damit auch arbeiten. Das ist ja das beste Qualitätskriterium, was es gibt eigentlich. Da kann man sich am sichersten sein, dass das Zeug auch richtig gut ist, oder? So ist es auch. Und so kommen dann auch gewisse Feedbacks mal zur Technik zurück, wo man sagt, Mensch, da ist der Treiber vielleicht noch nicht so optimal, Energiesparmodus und so. Sowas ist bei uns tagtäglich, komme ich dann in die Technik. Meistens lassen sie mich nicht mehr rein, aber nein, das ist natürlich, das stimmt, das ist der Fall. Und dann kann man auch überzeugt sagen, dass das Gerät gut ist. Der Preis ist natürlich sensationell, das Einstiegsgerät mit 32 GB ohne UMTS liegt unter 200 Euro mit Windows 8. Das ist eine Ansage. Mit Tastatur, also so wie es hier steht. Und das Gerät, was hier steht, 240 Euro, da ist jetzt die UMTS-Version, die auch zur Verlosung steht. Sauber, da hätte ich nur noch eine letzte Frage. Was ist jetzt, wenn ich heimkomme mit dem Gerät oder ins Büro? Wie sieht es mit der Konnektivität aus? Was kann ich alles dranhängen? Bringe ich meinen Monitor auch dran, wenn ich größer arbeiten will oder ähnliches? Genau, gut. Hätte ich jetzt fast vergessen. HDMI ist natürlich mit dran, also ein Mini-HDMI-Ausgang. Das heißt, man kann mit jedem Adapter, den es im Handel gibt, dort noch rangehen. Wir haben ein USB bei dem kleinen Gerät, das nennt man OTG. Da gibt es einen Adapter, der liegt mit im Lieferumfang bei. Das heißt, man hat eine ganz normale USB-Schnittstelle hier. Man kann seinen USB-Stick ranstecken, seine Festplatte und ist damit sozusagen auch wieder im Heimnetzwerk ordentlich unterwegs. Also für alle, die jetzt die Apple Keynote geguckt haben und das neue MacBook mit dieser einen USB 3C-Schnittstelle, ja, würde ich doch sagen, damit sind sie viel besser aufgehoben, weil so MacBook ist ja schön flach und so, aber wenn ich dann irgendwie 3 Kilo Adapter und Anschlüsse mitnehmen muss, ist es natürlich nichts. Dann komme ich doch lieber zu Bluechip. Genau, 600 Gramm, nur das Tablet. Zusammen mit Docking reden wir über 800 oder 900 Gramm. Nicht jetzt festnageln, aber so ungefähr. Gut, Thomas, vielen, vielen lieben Dank. War sehr interessant mit dir. Du kannst das Weißbier gerne mitnehmen. Ja, genau. Ich weiß, es ist alkoholfrei, aber... Ja, ich glaube, das gibt auch nochmal einen Applaus, oder? Einen riesengroßen Applaus, genau. Schöne Produkte. Also ich glaube, damit kann man wirklich gut arbeiten unterwegs.